Wir kommen zum nächsten Punkt, der Kritik Tolstois in Bezug auf das Recht, nämlich die positivistische Auffassung des Gesetzes. Als Tolstoi noch an der Universität in Kasan studiert hat, war das noch eine andere Zeit. Und im Laufe von einigen Jahrzehnten veränderte sich das Recht ziemlich wesentlich. Da sind neue Auffassungen des Rechts entstanden, von denen Tolstoi vielleicht nicht so ausführlich gewusst hat, aber immerhin die Tendenzen der Entwicklung, das alles hat er ziemlich gut beobachtet. Und obwohl Gusev, der Biograf und der Sekretär von Tolstoi, behauptet hat, dass Tolstoi keinesfalls eine gewisse Neigung zu den juristischen Wissenschaften gehabt hat, trotzdem können wir behaupten, dass wenigstens die wichtigsten Tendenzen der Entwicklung des Rechts Tolstoi beobachtet hat. Und was waren diese Tendenzen? Einerseits schien, dass das Naturrecht praktisch von der historischen Bühne verschwunden ist, aber dann am Anfang des 20. Jahrhunderts war eine kleine Renaissance des Naturrechts, was Tolstoi zum Teil auch miterlebt hat. Und es sind neue Auffassungen entstanden, ganz verschiedene soziologische, psychologische, historische, positivistische Auffassung des Rechts. Vielleicht hat Tolstoi in Details das alles nicht studiert, aber immerhin die prinzipiellen Unterschiede hat er gekannt, und er hat noch vor 100 Jahren einige Fragen formuliert, die bis heute aktuell klingen, und ich würde sogar sagen, keine überzeugende Antwort wurde auf diese Fragen bis heute gegeben. Zum Teil sind diese Fragen in diesem Brief über das Recht formuliert, zum Teil in anderen Werken von Tolstoi, und Tolstoi fragt: Was ist dann Recht? Was sind Rechte? Was ist ein Gesetz? Und da er ein Schriftsteller ist und da er mehrere Sprachen gekonnt hat, versucht er von der linguistischen Perspektive aus diese Frage zu erläutern, und er entdeckt eine besondere Sensibilität der englischen Sprache, und findet in der englischen Sprache eine gewisse Synonymität des Gesetzes und des Rechts in einem einzigen Wort, nämlich Love. Und wir haben Tolstoi, die Engländer, die haben das sehr gründlich getan, dass die zwei künstlich voneinander getrennte Begriffe miteinander verbunden haben. Und in seinen Werken, in seinen publizistischen Aufsätzen hat Tolstoi diejenige Lage des Rechts festgestellt, die damals nun tatsächlich existiert hat. Und vielleicht können wir sagen, wenn ich wenigstens von der russischen Perspektive rede, diejenige Lage, die auch bis heute mehr oder weniger aktuell bleibt. Früher, als das Recht noch so verstanden wurde, dass dieses Recht einen göttlichen Ursprung besessen hat, oder wenigstens so verstanden wurde, dass dieses Recht ein Naturrecht ist, hatte dieses Recht dank solchen Ursprüngen außerordentliche Ansprüche. Danach wurden diese Quellen und Ursprünge des Rechts desakralisiert,
von dem göttlichen Ursprung redet keiner mehr. Und das Naturrecht ist fast verschwunden, wenigstens für mehrere Jahrzehnte im 19. Jahrhundert. Das heißt, die Begründung, die Grundlage ist weg. Man könnte dann vermuten, dann sind auch die außerordentlichen Ansprüche des Rechts weg. Nein, sagt Tolstoi. Die Begründung ist weg, aber die Ansprüche sind hier geblieben. Aber welche Grundlage haben diese Ansprüche? Tolstoi sieht hier keine Basis, keine Grundlage, gar nichts. Nur heiße Luft, mehr nicht. Und wenn er diese heikle Frage damals zu seinen Lebzeiten gestellt hat, wurde er dann sofort als Nihilist abgestempelt. Von denjenigen, die dann diese Ansprüche gehabt haben, aber die Frage nicht beantworten könnten. Was war der Ausweg? Derjenige, der diese Frage stellt, der sei dann ein Nihilist. Heute, wenn jemand solche Fragen stellt, wird dann als Barbar oder als jemand, der die Zivilisation nicht versteht, abgestempelt. Jedenfalls, anstatt Antwort zu geben, hören sie dann verschiedene Schimpfwörter und dann eine heuchlerische Moralisierung im schlechtesten Sinne dieses Wortes. Und die historische Situation von Tolstoi ist der Sieg der positivistischen und historizistischen Vorstellungen vom Recht. Meint das Tolstoi? Das, was als Recht bezeichnet wird, wird in den Gesetzen ausgedruckt, die entweder von den einzelnen Menschen oder von den streitenden Parteien in den Parlamenten ausgedacht. Und diese Parteien oder diese einzelnen Menschen leben von Gewalt und deshalb schützen sie diese Gewalt durch die Gesetze, die sie dann verabschieden. Und eben dieselbe Menschen, die diese Gesetze verabschieden, verwirklichen auch diese Gesetze, aber nur so lange, bis diese Gesetze für sie und nur für sie vom Nutzen sind. Sobald diese Gesetze aber für die nicht mehr vom Nutzen sind, ändern sie diese Gesetze und denken sie neue Gesetze aus, die für sie wiederum vom Nutzen sind. So ist die Erklärung von Tolstoi. Und Tolstoi sagt, einem solchen juristischen Gesetz, dem Gesetz der Gewalt, sollte ein moralisches Gesetz das Gesetz der Liebe gegenüberstellen. Und die religiösen oder theologischen Unterschiede spielen da für ihn gar keine Rolle, ob das Buddhisten sind oder ob das Christen sind, ob das Katholiken oder Orthodoxen oder Protestanten, ist völlig gleichgültig, denn ein solches Gesetz haben dann, so Tolstoi, alle Weltreligionen. Und von dieser pazifistischen Lehre Tolstois haben wir schon früher gesprochen. Tolstoi behauptet, es gab und es gibt kein Gesetz, andere Menschen zu töten. Es ist einfach unmöglich. Und man muss vor allem dem göttlichen Gesetz gehorchen. Und das menschliche Gesetz steht in dieser Hierarchie ganz unten. Zuerst das göttliche Gesetz und erst danach das menschliche Gesetz. Und das menschliche Gesetz sollte dem göttlichen Gesetz entsprechen, diesem Gesetz der Liebe. Und wenn ich dann kurz zusammenfasse, dann kann man wohl Folgendes sagen. Nachdem das Recht diesen transzendenten Ursprung verloren hat und nicht mehr irgendeine göttliche Gabe oder ein göttliches Geschenk mehr ist oder eine Offenbarung, wird dieses Recht
ausschließlich eindimensionell als ein System von Gesetzen interpretiert, die dann von verschiedenen Parlamenten oder Monarchen dann verabschiedet werden. Das heißt, es gibt nur positive Gesetze, diejenigen, die dann in der Macht der Menschen stehen, die dann die Bedürfnisse der Menschen ausdrücken. Und trotzdem beansprucht ein solches positives menschliches Gesetz nach wie vor eine außerordentliche, quasi göttliche Bedeutung zu besitzen. Und man kann überhaupt nicht erklären, aus welchem Grund. Das ist ziemlich seltsam und trotzdem bleibt wohl eine solche Situation bis heute nicht anders. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, zum Verhältnis zwischen dem Recht und der Moral. Die russischen Juristen, auch diejenigen, die ganz gut ausgebildet worden sind, die dann tatsächlich tiefsinnige Denker gewesen sind, wie der Abgeordnete der ersten Staatsdume Lew Petrzhitski. Noch einmal, Duma ist Parlament in Russland entstanden noch vor der Oktoberrevolution, noch unter den Zaren. Und Duma ist so etwa wie ein tiefgreifender Gedanke, jedenfalls kommt vom Wort Denken. Und dieser Petrzhitski kritisierte diejenigen, unter anderem auch Tolstoi, die nicht in der Lage waren, das Recht zu respektieren, und wofür sollte dann dieser Respekt da sein. Petrzhitski glaubte, dass das Recht eine wichtige pädagogische Funktion hat. Pädagogische Funktion, die auch für die Sittlichkeit, für die Moral von großer Bedeutung ist. Tolstoi hat das abgelehnt und er hat das ganz absichtlich gemacht, nicht von ungefähr. Er hatte gewisse Gründe dafür. Welche Gründe waren das für Tolstoi? Hat sogar so behauptet. Die wichtigste Ursache der Unsittlichkeit der Menschen unserer christlichen Welt besteht in diesem schrecklichen Betrug, der als Recht bezeichnet wird. Warum spricht Tolstoi hier ausgerechnet von einem Betrug? Die Einstellung von Tolstoi besteht darin, dass das Recht, wenn das Recht überhaupt existiert und irgendeine Anwendung haben darf, dann nur und ausschließlich in der Verbindung und in einer Übereinstimmung mit dem moralischen Gesetz. Und was hat dann Tolstoi beobachtet? Alles war ganz umgekehrt. Die ersten Fordernisse der Sittlichkeit, die Basisfordernisse Sittlichkeit, bestehen darin, dass die Menschen dann Mitleid zeigen, dass sie dann versuchen, was Gutes zu tun für den Nächsten, dass sie dann von einer Vergebung vielleicht nachdenken, dass sie keine Gewalt ausüben, dass sie dann von der Gerechtigkeit denken. Das alles findet Tolstoi zu seinen Lebzeiten überhaupt nicht. Ob sie dann das in unseren Tagen finden, das weiß ich nicht. Jedenfalls behauptet Tolstoi, dass das Recht
auf grobste Weise diese ersten Fordernisse der Sittlichkeit verletzt. Bei Recht, bei diesem Recht sehen wir nur Gewalt, Tötungen, Kriege, Ungerechtigkeit und das alles wird als Recht verkauft. So kann es einfach nicht sein. Und das ist die Ursache, warum Tolstoi am Anfang des 20. Jahrhunderts vom Recht im Sinne eines fürchterlichen Betruges spricht. Wir haben schon von der Polemik Tolstois mit den Hierarchen der russischen Orthodoxkirche gesprochen. Die Frage war, ob es überhaupt erlaubt wäre, jemanden zu töten, und zwei kleine Aufsätze: töte nicht, töte niemanden. Tolstoi, ich wiederhole, war überzeugt, dass Christus mit diesem Gebot nicht angefangen hat, weil er dieses Gebot für so evident, für so überzeugend gehalten hat, dass er gar nicht geglaubt hat, man solle doch noch einmal davon zu reden. Und wovon hat er dann geredet? Von den Ursachen und Bedingungen, die letztendlich dazu führen, dass diese Tötung aus dem Leben der Menschen verschwindet. Und in dieser Polemik mit den Hierarchen der russischen Orthodoxkirche hat dann Tolstoi eine Stelle bei Kant in seiner Abhandlung gefunden, der Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. Und dann hat er noch einmal diese Stelle zitiert, ich zitiere diese Stelle auch: ich nehme erstlich folgenden Satz als einen keines Beweises benötigten Grundsatz an. Alles, was außer dem guten Lebenswandel der Mensch noch tun zu können vermeint, um Gott wohlgefällig zu werden, ist bloßer Religionswahn und Afterdienst Gottes. Als Fazit zu diesem Punkt über das Verhältnis der Moral und des Rechts kann ich Folgendes sagen. Das Böse des Rechts sah Tolstoi in erster Linie nicht in seinem Widerspruch zu der Moral. Das wäre zwar schlimm, aber nicht so fürchterlich. Viel schlimmer und viel fürchterliches ist was anderes. Denn bei diesem Widerspruch könnten dann unter Umständen die Rechtswissenschaftler sogar zugeben, ja, tatsächlich, unsere Thesen stehen in einem Widerspruch zu der Moral. Punkt. Wie gesagt, keine schöne Sache, aber wenigstens wäre dann wahr und das wäre dann keine Illusion und keine Lüge. Dagegen oder anstatt das festzustellen, versuchen die Rechtswissenschaftler, so Tolstoi, die religiöse und die sittliche Wahrheit zu vertuschen, die dann allen Menschen irgendwie bewusst ist, aber vielleicht nicht auf eine ganz völlig verständliche Weise. Und diese Rechtswissenschaftler verdrehen diese Wahrheiten. Die ersetzen diese Wahrheiten durch ihre eigene Pseudo-Wahrheiten in der Form von Gewalt und Ungerechtigkeit. Und diese Pseudo-Wahrheiten haben dann einen profanen Charakter und trotzdem werden sie als heilige Wahrheiten verkauft. Dadurch verletzt und vernichtet ein solches Recht alles Heilige, was zum Wesen der Moralität gehört.
Und besonders schlimm ist, so Tolstoi wenigstens für die einfachen Menschen, die dann den Wissenschaftlern glauben. Und sie werden dann so etwa ins Irre geführt von diesem Rechtswissenschaftler. Der nächste Punkt ist das Naturrecht. In der Auffassung von Tolstoi und in den Streitigkeiten der damaligen Zeit. Das Naturrecht. Das Naturrecht wurde damals der positivistischen Auffassung des Rechts gegenübergestellt. Und wenn diese positivistische Auffassung des Rechts zu einem unnatürlichen, unterdrückten Leben führt, das der Begriff des Lebens so wichtig für Tolstoi gewesen ist, davon haben wir schon öfters gesprochen. Dann können wir aber fragen, wie sieht dann das Leben aus, das natürliche Leben aus und wie steht es dann mit dem Naturrecht? Leider ist es eher ein weißer Fleck. Bei den Schriften, die ich kenne, und ich habe wirklich ziemlich gründlich recherchiert, weil ich habe bei Tolstoi nirgendwo eine Stelle gefunden, aus der klar wird, wie er so direkt zu dem Naturrecht steht. Das ist eine problematische Frage. Trotzdem könnte man vielleicht einiges dazu sagen, wenn wir dann indirekt argumentieren und indirekt, was dann Tolstoi von einem Naturrecht hält, können wir dann entziffern, wenn wir die Friedensprojekte von Tolstoi und von Kant miteinander vergleichen. Das haben wir schon vorher gemacht. Ich wiederhole nur thesenweise. Tolstoi hat versucht, zum sozusagen ewigen Frieden nicht durch juristische Mittel, sondern durch eine Verwandlung im Inneren des Menschen zu kommen. Dagegen hat Kant eher juristische Mittel vorgeschlagen, ein Vertrag, eine Republik, und das alles hat er sogar wie ein richtiger Vertrag in seiner Abhandlung zum ewigen Frieden konzipiert. Und interessant ist auch, dass Tolstoi einerseits die juristischen Mittel Kants ablehnt, andererseits argumentiert er in seinem Friedensprojekt mit den Argumenten aus der Ethik desselben Philosophen aus Königsberg namens Immanuel Kant. Und einerseits sehen wir gewisse Parallelen zwischen dem Pazifismus von Tolstoi und dem Pazifismus von Kant. Trotzdem sind diese Unterschiede auch auffällig. Wie kann man das letztendlich erklären? Auf den ersten Blick scheint es, dass die Unterschiede gewaltig und klar sind und dass die beiden verschiedene Einstellungen haben. Wenn wir aber genauer die Auffassung des Rechts betrachten, bei Kant und bei Tolstoi, da finden wir auch einige deutliche Unterschiede, die dann das Bild vielleicht in einem anderen Lichte zeigen. Nämlich Kant, als er noch vom Recht gesprochen hat, hat ein ganz anderes Recht gemeint. Für Kant ist eine solche Situation, in der das Recht nur als etwas, was positivistisch verstanden wird, konzipiert wird, ist kaum denkbar. Für Tolstoi ist es schon eine gewisse Realität.
Für Kant gibt es ein Naturrecht und dieses Naturrecht hat a priorische Prinzipien, a priorisch heißt von der Erfahrung unabhängig und seine Hoffnungen, dass die Menschen und die Geschichte fortschrittlich sind, hat Kant mit dem Fortschritt des Naturrechts verbunden. Und plötzlich in einer Situation zu leben, in der gar kein Naturrecht vorhanden ist und dass das Naturrecht prinzipiell an sich abgelehnt wurde, das ist für Kant wohl kaum denkbar. Und Tolstoi lebt 100 Jahre später und er sieht dann nun tatsächlich diese andere Situation und deshalb sind die Unterschiede nicht so gewaltig, wenn wir diesen Unterschied zwischen dem Naturrecht zu den Lebzeiten Kants und zu den Lebzeiten Tolstois miteinander vergleichen. Bei Tolstoi ist es wichtig, dass in der Auffassung Kants Moral im Zentrum steht. Ziemlich oft ist diese Moral sogar dominant. Und deshalb sagt er auch, einmal sagte er so etwa, niemals verliert den moralischen Gesichtspunkt auch Kant. Als vielleicht etwas ganz am Ende von diesem zweiten Teil meines Vortrages möchte ich noch sagen, ich habe von Petrajitzki erzählt, Lev Petrajitzki, der dann Tolstoi kritisiert hat, weil Tolstoi diese für Petrajitzki so wichtige pädagogische Funktion des Rechts ignoriert hat. Interessant ist, dass sowohl Tolstoi als auch Petrajitzki mit Hilfe von der Ethik Kants gleichzeitig aber gegeneinander argumentiert haben. So ungewöhnlich sehen manchmal philosophische Argumentationen aus.